Wir sind heute im Queer Muscle Studio, einem Fitnessstudio in Wien, wo Männer eigentlich nicht hinein dürfen. Aber für mich gibt's heute eine Ausnahme. Was mir wichtig ist, ist, dass jede Person individuell betreut wird. Das heißt, ich versuche auf die persönlichen Gegebenheiten einzugehen. Zwei Menschen sind nie gleich, wenn jetzt von Kniebeugen gesprochen wird. Dann ist es wichtig zu schauen, welche Kniebeugenart ist aber für dich und deinen Körper eigentlich gut. Da geht es einerseits um Verhältnisse des Körpers, wenn zum Beispiel der Oberschenkelknochen sehr lang ist oder wenn die Mobilität im Knöchel nicht so groß ist, dann müssen vielleicht auch andere Arten von Kniebeugen gewählt werden. Und das probieren wir gerne auch gleich mit Gewicht. Coach Flo arbeitet übrigens völlig ohne Berührungen und gibt Hinweise nur mit Worten. Mir wurde gesagt, Cis-Männer überschätzen sich leicht und gerne. Wir haben jetzt trotzdem beim Kniebeugen hier, die Stange wiegt wie viel? 20? 20. Okay, 20 und nochmal 40 sind 60 Kilo insgesamt, knapp unter meinem Körpergewicht. In deinem Fall, wenn du die Knie ein kleines bisschen weiter nach außen drehst, ja, ist es einfacher für dich weiter runterzukommen. Also wenn du hier zu bist, ja, dann wird es in der Hüfte enger. Ja. Und dann kannst du wieder. Also wie schafft man das dann, weil hier sind einige Kunden, die trainieren, viele, die auch alleine trainieren wollen, wie schafft man es, sich aus dem Weg zu gehen, weil es ja doch sehr klein ist hier, dieses Gym? Wenn eine Person eine Anmeldung macht, dann kriegt diese Person Zugang in der App, es gibt eine Queer Muscle App, ja, und kann sich dort dann den Spot aussuchen, der noch frei ist entweder. Und es wird angezeigt, wie viele Personen schon gebucht haben, bis zu 3 Slots sind von meiner Seite aus offen. Ja. Und wer ganz allein kommen möchte, sollte halt kurz davor schauen, ist noch eine andere Person da. Also ganz schön anstrengend, wie im normalen Gym eigentlich auch. Aber ich glaube, ich bin nicht der Stärkste hier in diesem Gym. Das kann mir die Flo sicher auch bestätigen, richtig? Nein, die allerstärkste Person bist du nicht, aber durchaus auch stark.